Heute ist der 22. September 2020. Ich bin jetzt wieder in Sofia. Das letzte Mal war ich hier im Februar 2019 und ich habe hier einen Monat verbracht. Das heißt, ich habe Sofia noch nie grün gesehen, ich habe es immer nur unter Schnee gesehen, beziehungsweise komplett bräunlich. Ja, diesen Park, da war ich schon mal im Januar 2019. Ja, damals war es kalt, es war Schnee und es waren keine grünen Blätter an die Bäume. Und er sieht jetzt eigentlich viel besser aus, er ist schöner, finde ich, wilder. Ja, ich wollte jetzt einfach mal Sofia sehen, wie es auch mal aussieht, wenn es grün ist und nicht nur im Winter.
Heute ist der 29. September 2020. Ich bin jetzt noch in Sofia, ich bin seit ein paar Tagen in Sofia. Ich habe jetzt im Hostel etwas verlängert und ich bleibe noch eine Weile länger hier. Das alte Gebäude ist eine Kirche aus einer sehr, sehr alten Zeit. Ich muss jetzt schauen, wie alt die ist. Ja, zu der Zeit, als man die Kirche gebaut hat, hier auf dem leichten Hügel, war das das einzige Gebäude und man hat damals keine Kirchtürme gebaut. Wenn man dann nach Sofia kam, dann hat man das als erstes gesehen zu dieser Zeit. Später ist dann diese Kathedrale, was jetzt hinter mir zu sehen ist, gebaut worden. Aber diese Kirche hat ja keinen Glockenturm. Und aufgrund dessen hat man später, als die Glockentürme modern wurden, war man der Meinung, man macht den Glockenturm selbst. Und das ist jetzt hinter mir, im Baum hat man eine Glocke reingehängt gehabt, um den Glockenturm zu machen. Und hier hinter diesem hinter mir in dem Baum hängt die Glocke und das ist der Glockenturm. Ich stehe jetzt gerade vorm Theater in Sofia. Da hat es hinter mir kunstvolle Figuren oben dran. Und da ist ein kleines Baby, das ist über dieser Maske. Ich versuche jetzt noch ein Bild einzublenden. Und das Baby hat einen goldenen Penis. Ich habe keine Ahnung, warum das einen goldenen Penis hat. Aber das möchte ich jetzt nachher noch im Internet rausfinden. Vielleicht weiß das ja jemand.
Yeah.